Kennen Sie einen Renault Twingo? Ja, das ist ja diese überdachte Gehhilfe. Und ich wollte nur... Oh. Fährt jemand... Ah, Sie fahren einen Renault Twingo. Okay, vielleicht. Vielleicht holen Sie sich kurz ein Getränk. Das ist... Oder hören Sie mir ganz kurz... Kennen Sie den? Fährt ein Renault Twingo an einem Kuhfladen vorbei? Sagt der Kuhfladen, ja, um Gottes Willen, sag einmal, was bist denn du für einer? Sagt der Twingo, ich bin ein Auto. Drauf der Kuhfladen, wenn du ein Auto bist, bin ich eine Sachertorte. Aber das Problem war ich, das gebe ich zu. Ich mit meiner Arbeitslosigkeit, weil bei uns war noch nie jemand arbeitslos. Jetzt war das eine Belastung, vor allem für meine Oma. Meine Oma hat gesagt, mein Martin, ja, was soll ich denn die Leute auf der Straße sagen, wenn sie mich fragen, was du jetzt tust? Sag ich, Oma, das ist ganz einfach. Du sagst zu den Leuten, sag, ich bin im Homeoffice. Wo bist du? Sag ich, im Homeoffice. Ja, kommst du zum Mittagessen heim? Ja, Entschuldigung. Was sollst du jetzt dann antworten, gell? Ich hab dann gesagt, ja, ich beeil mich. Gell? Vom ersten Stock runter, das hätte man sparen können. Sieh, meine Oma, die wird Homeoffice nimmer begreifen. Ich meine, das muss sie auch nicht, um Gottes Willen. Sieh, meine Oma ist eine ganz andere Generation. Meine Oma, das ist eine Generation, für die muss man für eine berufliche Tätigkeit mindestens Gummistiefel anziehen. Und aus dem Haus gehen. Und tut man das nicht, ist man entweder krank oder hat keine Haxen mehr. Hat gesagt, geh, wie kann man denn in der Unterhose vom Computer ein Geld verdienen, ha? Sag ich, wenn du das ausziehst, dann geht's schon. Okay. Ja, aber. Ja. Hallo. Hallo, jetzt sind Sie nicht so albern. Nicht, dass Sie glauben, ich habe mich prostituiert. Also nicht jeden Tag. Das ist... Nein, ich war wirklich fleißig daheim, das muss ich echt sagen. Ich war ganz viel im Stall drum bei den Rindviecher. Im Wald draußen war ich viel, einen Haufen so Käferbäume habe ich rausgezerrt. Und da bin ich wirklich sehr stolz auf mich. Ich habe ganz alleine einen Haushalt geschmissen. Ich habe zu der Oma gesagt, Oma, solange der Kuhfiedel vor der Haustür steht, hau die Eier auf, wie auf dein Kanapé, strick ein paar Sockerl, ich mache den Rest. Und das habe ich unterschätzt, ich sag's ja noch. Ich habe irgendwann nur noch für das ganze Haus geputzt, gewaschen und gekocht. Ich bin richtig zur Hausfrau mutiert. Ich habe gesagt, wenn das noch 14 Tage länger dauert, dann kriege ich meine Tage. Was ist denn das? Und wissen Sie, was die nervigste Frage im Haushalt ist? Wenn du eh schon den ganzen Saustall für die anderen schmeißt, dann musst du nur jeden Tag fragen, Mei, was wollt's denn morgen essen, ha? Da krieg ich so einen Hals. Und da musst du noch froh sein, wenn du eine Antwort kriegst von den Deppen her. Weil, ja, Entschuldigung, es kommt da niemand auf die Idee, dass er meinen Vorschlag macht. Es sagt da keiner, man macht dann Hackbraten oder macht einen Schweinebraten oder wirf unseren alten blinden Kater auf den Grill. Nein. Seht ihr, ja, die Lieblingsbeschäftigung, das ist, wenn sie bei der Tür einer kommen, an Tische sitzen, in den Topf reinschauen und sagen, ah, das schmeckt mir nicht. Da kann ich so gerade. Wirklich wahr. Das ist irgendwie. Ja, ist ja wahr. Aber erster Haushaltstipp des Abends von mir an Sie, wenn Sie zu Hause was haben, was keiner mehr essen mag, was weiß ich, so eine Brotzeitscheibe Leberkäse, oh Gott, sagen Sie überhaupt Leberkäse? Oder sagen Sie Fleischkäse? Fleischkäse. Bin ich schon so weit weg von daheim, gell, das ist natürlich. Wer, oder sagt jemand Leberkäse? Sie sagen Leberkäse. Aus Pfarrkirche? Mei, kann ich mit Ihnen mit heimfahren? Das weiß ich nicht. Mei, super, ja, danke schön. Mit dem Ronny Twingo, ja. Oh nein, da fahre ich nicht wieder. Das schaffen wir ja mir gar nicht bis Pfarrkirche. Das ist... Aus Pfarrkirche, wie kommen Sie da her? Sind Sie da im Exil oder was? Sind Sie vertrieben worden? Das ist... Auf Reha. Okay, das ist... Das ist... Wissen wir das auch? Auf Reha. Mit dem Twingo auf Reha. Das klingt wie eine unendliche Geschichte. Das ist... Na. Ja, genau. Jetzt, wo war ich jetzt? Beim Leberkäse, ja. Beim Leberkäse.
wenn Sie daheim was haben, was weiß ich, so eine Brotzeitscheibe Leberkäse, die keiner mehr essen mag, weil es schon ein bisschen ranzlert ist, aber die Hühner mag man es auch noch nicht geben, Tipp von mir, schneiden Sie in mundgerechte Stücke her, trapieren Sie einen Schärferdeller, ein paar Zahnstocher rein, ein bisschen Petersilie drüber oder Brennnessel, merken Sie meistens eh keinen Unterschied. Schreiben Sie drunter Finger weg, dann ist er fort. Doch, natürlich, ich habe es getestet. Ich habe es getestet. Und was ich auch fragen wollte, ist es bei Ihnen in der Pfalz auch so, zu allem, was ich koche, brauchen wir Soße. Ja, um Gottes Willen. Soße, Soße, Soße. Zum Schweinsbraten, so die Fleischpflanze, sogar zur Nudelsuppe braucht man einen Topf voller Soße auf Reserve. Und das Verhältnis muss 1:3 sein. Ein Knödel auf 3 Liter Soße. Der Knödel muss in der Soße der Saufer. Das muss von oben ausschauen wie der Grießnockerl im Chiemsee. Oh, was habe ich im Lockdown Mehl angeschwitzt? Ich habe mehr geschwitzt wie das Mehl. Und was habe ich Schnitzel geklopft für das ganze Haus? Die Leute jammern immer vom Tennisarm über den Schnitzel am Kopf. Lauter Klopfe. Weil wir essen so viel Fleisch bei uns zu haben. Oh Gott, ich glaube, das darf man halt öffentlich auf der Straße gar nicht mehr sagen. Was man mir Fleisch essen. Oh. Darf ich fragen, wie oft am Tag essen Sie Fleisch? In der Woche, in der Woche, in der Woche, in der Woche, in der Woche. Wie oft in der Woche essen Sie Fleisch? Zweimal, Sie arme Person. Nein, das ging ja bei uns nicht. Sie, mein Papa, bitte. Eine Wurst auch noch dazu. Okay, das ist ja kein Fleisch nicht, aber gut. Nein, aber das ist, bei uns ging das nicht. Sie, mein Papa ist Landwirt vom alten Schlag. Das ist irgendwie gewohnt, dass er jeden Mittag ein totes Fisch auf dem Teller legt. Außer Freitag, da reicht ihm ein Fisch. Aber sonst immer. Sonntagabend, heute Abend, da müssen Sie mal dabei sein. Ich bin ja leider nicht daheim, weil wir am Sonntag immer Familienbrotzeit. Vor unserer Wurststelle, aber so eine Stelle, eine Platte, 3 Pfund Aufschnitt, da stand Kochsalami, da stand Pressock. Nebenbei läuft im Fernsehen Terra X mit einem Beitrag über vom Aussterben bedrohte Tierarten. Okay. Und jeder macht 3 Kreuze, dass Schweine noch nicht dabei sind. Das ist ganz schlimm. Und einmal habe ich eine Freundin dabei gehabt, die habe ich von München nach Hause gebracht, weil die war mit mir in München auf der Schauspielschule und die hat sich auf eine Rolle vorbereiten müssen. Ich weiß nicht genau, was die gespielt hat, ein Ochs im Krippel, keine Ahnung, auf alle Fälle. Hat gesagt, ja, ich muss mich mal so ein bisschen in den Bauernhof einfühlen. Sage ich, das kann ja heute werden, weil das ist eine sehr bekennende Vegetarierin. Ich sage es Ihnen, die ist vor unserer Wurstplatte gestanden, wie der Papst vorm Kondomautomaten. Die hat gesagt, aha, was ist das alles? Was soll ich essen? Was habt ihr für mich? Was habt ihr für mich? Hat mein Papa gesagt, mein Dirndl, kein Problem. Für die haben wir eine Käsewurst. Da war Stimmung in der Bude. Dann hat es keine Minute gedauert, dann wollte sie uns natürlich bekehren, das ist ja ganz klar. Er sagt, nein Martin, das müsst ihr aufhören, das ist ja viel zu viel Wurst und so viel Fleisch. Denk an die Umwelt, denk an die Gesundheit, das ist ja pervers. Und hat immer mit ihren Armen so umeinander gefuchtelt. Ich habe dann gesagt, jetzt steckst du deine Brokkoli-Stauern wieder weg. Ich versuche es dir mal zu erklären. Sag ich, Dirndl, wir sind da am Bauernhof im Bayerischen Wald. Wir haben einen ganz anderen Bezug zum Fleisch als wie du. Ich bin ja da schon bei der Geburt dabei. Du, wenn's blöd läuft, dann zieh ich persönlich mein Kalbschnitzel aus der Rinderlende raus. Okay. Ja, das ist interessant, dass Sie da lachen, weil vor 14 Tagen habe ich in Berlin gespielt, hat keiner verstanden, was ich meine. Wirklich, wo? Die haben mich angeschaut. Und es ist nicht so, als hätte ich es noch nicht versucht. Ich habe wirklich versucht, dass ich bei uns zu Hause den Fleischkonsum eindämme, aber es hat nicht hingehauen. Ich habe einmal versucht, dass ich eine Gemüsepfanne mache. Gehören's auf. Um Punkt 12 habe ich zitternd auf den Tisch gestellt. Dann sind sie da gesessen. Mein Bruder, mein Papa haben auf die Pfanne geschaut. Jetzt haben wieder zum Herd. Dann wieder auf die Pfanne. Dann habe ich angefangen, dass ich mal langsam was auf meinen Teller rausschaufe. Mein Papa hat auch irgendwann angefangen zum Schaufeln. Mein Papa hat in der Pfanne umeinander geschaufelt. Geschwitzt hat er. Er hat gesagt, Papa, ich weiß, es ist hart für dich, aber da kommt nichts mehr. Und wenn du weiter schaffst, jetzt kommst du bei den Nachbarn raus, es kommt nichts mehr. Dann hat er geweint und hat gesagt, wenn das noch einmal vorkommt, dann überschreibt er die 20 Hektar Barung der katholischen Kirche. Und seitdem weiß ich, es geht bei uns nicht. Es steht viel zu viel auf dem Spiel.
Und ich bin auch der Meinung, dass zu viel Fleisch gegessen wird auf der Welt. Da bin ich ja völlig bei Ihnen. Deswegen bin ich auch um jeden froh, der sagt, er ernährt sich vegan. Ja, um Gottes Willen, dem mache ich ja alles. Dem küsse ich die Füße, dem schnitze ich aus einer Gurke Käsegreiner, dem mache ich alles. Weil da müssen wir das daheim nicht tun. Okay? Es gibt leider Familien, vor allem bei uns im Bayerischen Wald, da haut es mit der Fleischreduzierung noch nicht so hin. Und ich möchte uns auch nicht aus der Affäre ziehen. Auf unserer Wurstplatte liegt allerdings schon eine Wurst im Wert von, 68 Euro bestimmt, weil das sind nicht vom Plastikbackel, vom Discounter, sondern vom Metzger meines Vertrauens. Und ich weiß, es gibt nicht mehr viele, aber bei uns im Dorf haben wir das große Glück, wir haben so eine Familienmetzgerei mit Biotheke, regionaler Theke, alles sehr teuer. Hat immer eine Schauspielkollegin dann gefragt, ja, aber wie könnt ihr euch das denn leisten, wenn das immer so teuer ist? Sag ja, meine Güte, für einmal Mittagessen muss halt mein kleiner Bruder seinen Bausparer auflösen, das hilft ja nichts. Für was hat er denn drei? Na, Schmarrn, aber wir müssen einfach bei anderen Sachen sparen. Da gibt's jetzt am Schnitzel keinen Salat, da muss man Prioritäten setzen. Okay, es ist ja... Und... Aber... Vielleicht bin ich da auch anders, weil ich glaube, das liegt schon daran, weil ich vom Bahnhof bin, ich habe den Eindruck, ich habe einen anderen Bezug zu Lebensmitteln. Ich verstehe auch vieles nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum brauche ich als Deutscher eine Butter aus Irland? Oder warum brauche ich ein Steak aus Südamerika? Ich sage immer, wenn ich rohes Fleisch aus Südamerika sehen will, dann schaue ich mir ein Karneval aus Rio an. Aber Entschuldigung, immer alles einfliegen lassen, das kann ja auch nicht der weisheitsletzter Schluss sein. Und jetzt, wo die Zeiten ein bisschen schwieriger sind, halt nicht so ganz angenehm, jetzt hat das Thema Regionalität wieder ein kleines Comeback erlebt. Wo es mich ein bisschen freut, weil das war bei uns auf dem Land früher das Normalste von der Welt. Die Leute haben sich sogar alles direkt beim Bauern abgeholt. Es wird bei ihnen in der Gegend genauso gewesen sein. Wie ich ein kleiner Bub war, ab 17 Uhr stand das halbe Dorf bei uns in der Stube herin und hat sich mit so einer greisligen, stinkenden Milchkanne die frisch zapfte Milch geholt. Im Winter haben sich die Leute oft am Kachelofen gewärmt, zur Inspiration bei meiner Mama in die Kochtöpfe reingeschaut. Und damit sie zu Hause noch selber Wasser sparen, haben sie zum Schluss noch gesagt, so, und jetzt geh ich noch schnell aufs Klo. Und davor ist meine Oma gesessen, hat er 50 Euro verlangt. Das war sie da, oh mein, das war sie da. Oder mein Opa, ich muss ja auch ganz kurz erzählen, mein Opa hat auch ganz großen Wert auf Regionalität gelegt. Das war das oberste Gebot für meinen Opa, nur regionale Sachen. Deswegen hat er immer selber Enten gehabt. Also, oh Gott, verstehen Sie alle bayerisch? Enten? Little Ducks. Bekommt. Und die hat immer fett gefüttert für Weihnachten und einmal haben wir ein Jahr dabei gehabt, da hat meine Oma aus Versehen noch einen fütternden Entenstall offen lassen, dann sind die rausgewatschelt und davor geflogen. Mei, der Opa war grantig, der ist die Enten nachgelaufen, ins Auto nachgefahren, bis an die tschechische Grenze und dann hat er es runtergeschossen und hat gesagt, ihr bleibt regional. Entschuldigung.